ich würde gern weiter zuhören, aber ich muss ein paar Fragen stellen. Hier auf der Musikmesse 2011 in Frankfurt. Ich sitze hier mit Helmut Hartl, aber es ist mir eine große Freude. Oh, ich dachte, mein Sessel quietscht. Was mir eine große Freude und Ehre ist, Helmut, dich ein paar Fragen stellen zu dürfen. Du bist äußerst umtriebig, immer fleißig mit Platten machen, Projekten. Was steht dieses Jahr auf dem Programm? Dieses Jahr ist es, ich mache immer so phasenweise mit der Produktion, wo ich dann kreativ bin und irgendwann muss man auch wieder ausatmen. Und dieses Jahr ist hauptsächlich live spielen, weil ich habe drei Projekte und innerhalb eines Jahres von allen drei Projekten jeweils eine Veröffentlichung gemacht und jetzt reicht es dann einfach auch. Ja. Man kann das einfach auch nicht übertreiben. Und dieses Jahr habe ich gedacht, dieses Jahr zeige ich dem Körper mal, wer der Chef ist und gehe viel auf Tour mit Kran. Kran hat 40-jähriges Jubiläum, Bandjubiläum, Bestehensjubiläum, das ist ein guter Anlass. Mein neues Projekt See and Hell, das ist auch auf dem aufsteigenden Ast und Hattler ist sowieso immer eine ganz klare Oktobergeschichte, also meine Band Hattler. Die spielt hauptsächlich im Oktober ein paar Festivals. Wie lange bist du oder wie entstand deine Verbindung zu Elixierseiten? Das war eigentlich reiner Zufall. Ich habe die relativ spät kennengelernt. Das war so 4-5 Jahre, schätze ich mal, war das her. Da war ich hier auf der Messe auch und blieb an diesem Stand hängen, weil ich ein Mädel kannte, das da gerade gespielt habe. Und dann kam ein anderer Herr, der hier beschäftigt war, den kannte ich auch von früher. Wir kamen ins Gespräch und er hat mir einen vom Wolf erzählt, dass es Seiten gibt mit irgendeiner Überschichtung, irgendwas oben drauf. Da dachte ich, hallo, ich meine, hallo, geht's noch? Wie Seite, wie Kondom auf die Seite jetzt oder was? Also, ich war eher etwas befremdet, ganz ehrlich. Und er sagte, bevor wir weiterreden, hier hast du einen Satz Seiten, probier mal. Da dachte ich, wie großzügig ein Satz Seiten, ich meine, das spiele ich an einem Abend runter. Und war dann doch relativ geplättet, weil das Ding einfach ewig gehalten hat, 10 Konzerte damit gespielt, weil es vorher niemals ging, auch niemals gemacht habe. Und dann kam ich so ein bisschen angekrochen und meinte, ob man nicht vielleicht sich eine Zusammenarbeit vorstellen könnte. Genau. Und die hält jetzt Gott sei Dank schon 5 Jahre. Das ist schon hat die Seite als solches, hat das deine Spieltechnik beeinflusst, deinen Sound auch noch irgendwie ein bisschen verändert? Das würde ich jetzt nicht großartig sagen. Die flutschen halt sehr leicht. Das ist halt sehr angenehm. Also meine linke Hand, die war früher halt völlig zerflattert, weil halt die harten, ungeschliffenen Seiten zum Teil auch schon auch ein bisschen die feilen Eigenschaften hatten. Aber also das ist ein kleiner Vorteil, sag ich mal, das ist nicht dramatisch. Nee, der Hauptteil ist einfach die Haltbarkeit. Hey, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich kann euch versichern, nicht nur ein toller Musiker, auch ein toller Kerl. Wir hatten viel Spaß hier auf der Musikmesse. Geht auf die Webseiten helmut-hattler.com, See You in Hell etc., Facebook, YouTube, einfach eingeben. Da poppt einiges auf bei diversen Suchmaschinen. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß noch heute am Messe Samstag und wir sehen uns demnächst.